So Leute, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen wunderbaren Episode von Let's Play Far Cry 6. Wir sind hier in Part 26. Und wir müssen hier das Stromnetz überprüfen. Jetzt ist nur die Frage, wie genau kommen wir da am besten hin? Und da kann ich noch irgendwo hochklettern. Also ich hätte mir viel Ärger ersparen können, wenn ich zuerst hier hochgegangen wäre. Aber die Türen sind verschlossen. Da komme ich nicht rein. Das haben wir ja schon ausprobiert. Das Kabel kann ich nicht als Leiter benutzen. Beziehungsweise als Seilrutsche. Ja, hier oben waren wir auch schon. Warte mal. Nee, das bringt mir auch nichts. Also irgendwas hier anschießen ist nicht so wirklich sinnvoll. Sprengmunition bringt mir auch nichts. Da ist ein Schrie. Okay. Das bringt mir auch nichts. Ich muss auf jeden Fall hier rein. Hey, hier ist Licht an. Ja, war eine harte Landung, aber ist okay. Ich könnte mir noch vorstellen, dass ich irgendwo hier rein muss. Frage ist halt nur wie. Boah, wir können doch nicht ewig lang verzweifeln. Wir nehmen auf jeden Fall mal alles mit, was wir irgendwo finden können. Könnte hier ein Scheißschlüssel sein? Gibt es irgendeinen Hinweis beim Notizbuch? Ja, bringt das Funken jetzt wieder einen Schuss. Also einen Hinweis bekommen wir hier auch nicht.
Bewegung, Bum Bum. Komm, Bum Bum, los jetzt. Nee. Das wird mir auch nichts bringen. Nee, das wird auch wahrscheinlich kein Jump'n'Run-Element. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber hier hoch? Auf den Funkmast muss ich wahrscheinlich auch nicht klettern. Hier hoch. Und dann sind wir wieder hier. Die Tür ist verschlossen. Nee. Oh nee, Gewitter. Echt jetzt? Einfach nur das Schloss? Alter. Das war's? Ach du Scheiße. Esperanza, mach dich bereit für Radio Libertad. Noch ein Turm, dann kann Radio Libertad... So einfach... Scheiße. Loslegen. Jetzt ist doch die Frage, kommen wir hier irgendwo ganz einfach dahin? Nein, kommen wir nicht. Zumindest hat man die Wahl. Castillo bietet einem nicht mal das. Ich werde Clara sagen lassen. Ja, wir laufen jetzt mal dahin, außer wir nehmen dieses Fahrzeug. Wo ist Bum Bum? Okay, Bum Bum will nicht mitfahren. Das ist auch okay. Es ist so einfach, ich hätte einfach nur das Schloss wegschießen müssen. Natürlich habe ich das nicht gesehen. Ja, das ist schon peinlich. Aber okay, dafür geht's jetzt weiter mit der Mission. Dafür geht's jetzt weiter mit dieser Mission. Ja, mach mal Platz da und halt's mal mit deiner Hupe. Und durch die Absperrung hindurch. Hola, Dani! Alles gut bei dir? Si. Bin beim Turm am Café Tassa. Warum? Du klingst gestresst. Ein Kumpel von mir kennt jemanden, der Telefonkarten auf der Straße verkauft. Er meinte, Marquesa hat einem die Eier abgeschnitten, weil er ohne Genehmigung der Kulturministerin ein Mural gemacht hat. Kriegst du kalte Füße? Ach, Quatsch! Marquesa kann mich mal! Aber wenn sie mich holen kommt, dann passt du auf meine Hand. Hey, Pichos Graffiti. Na, wir müssen jetzt hier den Funkturm hochklettern. Ach, wir hätten von hier kommen sollen. Okay.
Nee, das machen wir nicht. Der Pinga! Elende Mistviecher. Was für Mistviecher? Was ist denn los bei dir, Mädchen? Kommen wir hier weiter? Okay, ich sehe was. Ja, ist ein bisschen hoch, ne? So. Hier ist nichts. Aber jetzt können wir den Kletterhaken benutzen. Element muss ganz oben auf dem Turm sein. Warum auch immer die jedes Mal ganz oben sind. Verstehe ich halt auch irgendwie nicht. Das muss doch total scheiße zum Warten sein. So. Ja, und jetzt? Jetzt sind wir schon relativ weit oben. Jetzt wird das Signal verstärken. Bicho, Radio Libertad kann starten. Scheiß 2G-Verbindung. Mach die Störsender an der Gipfelstation Taino platt und die großen Schüssel, die unsere Signale blockieren. Aktivieren die verschlagenen Turm und bitte, dass wir ein Überladungsfeuerwerk sehen. Danny? Bist du da? Kannst du mich hören? Bicho? Hallo? Das kriegen wir hin. So, wir markieren uns mal eben schnell noch einen Weg. Und dann latschen wieder gemütlich rüber. Hallo? Danny, hör mal bitte auf, den Hund zu schießen. Hund, sei brav. Mach keinen Scheiß jetzt, ne? So nah an der Schüssel möchte ich bitte keinen Ärger. Lauf, Bum Bum! Guter Hund. Mach jetzt bloß keinen Scheiß. Attacke, Bum Bum! Nein! Bum Bum, dale! Nix, Attacke, Bum Bum. Bewegung, Bum Bum! Der schneller als ich ziehe. Sehr schön. Dale, Bum Bum, dale! Komm, Bum Bum, los jetzt! Guter Hund. Du hast Arschloch vom Präsident. Binga, diese Stimme. Die Störer müssen weg. Oh ja, hier ist ein bisschen was los, ne? Adios. Hier gibt es doch bestimmt irgendwo einen Alarm. Scheiße, die meinen es ernst. Ja. Aber unsere Waffe ist gut genug. Lauf, Bum Bum! Ich sehe dich, Ingenieur.
Bewegung, Bum Bum. Guter Bum Bum. Ja, aber wer ist hier? Das ist der Offizier. Scheiße! Oh, bist du. Von wo? Was habt ihr mit meinem Hund gemacht? Nix gibt's. Komm, Dogo, komm. Das machen wir jetzt mal ganz entspannt. Hm? Jo. Wieder ein Heli, der vom Blitz getroffen wurde. Ihr solltet bei dem Wetter halt echt nicht fliegen, Jungs. Macht das halt einfach nicht. Ist gesünder für euch. Guter Hund. Hier sind doch bestimmt irgendwo noch Kisten versteckt. Ist das eine Waffenkiste? Ist das eine Waffenkiste? Da sieht noch eine Waffenkiste aus. Wir suchen mal, wie es in die Gegend ab. Sollte zuerst den Störsender auf der Schüssel ausschalten. Nein. Oh, Biss. Oh, yes, eine einzigartige Waffe. Was kann denn die Schrotflinte? Auch nicht so viel, ne? Zumindest nichts, was ich gerade brauche, wenn du da. Aber das macht nichts. Wir haben dort ein paar gute Waffen, die aktuell reichen. Okay, wir klettern hier mal nicht hoch, wollte ich sagen, aber dann halt doch. Im Dreck. Mhm. Okay. Ich muss auf den Turm steigen. Da waren wir doch gerade, Dani. Da ist der Turm. Warum haben wir das nicht vorher machen können? Wenn wir hier schon rauf müssen. Ich muss den Schalter am Verstärker umlegen.
Madre. Da will ich nicht hin. Oh, fuck. Das wird Talia gefallen. Paolo wird durchdrehen. Hast du es Clara schon erzählt? Nein, weil ich gerade mit dir rede. Genieß den Moment, Vito. Ich habe die Macht. Scheiß auf Maria. Ich werde Castillo, unser Radio lieber. Ach, ein dummer Tod. Ist das nicht schön? Gehört? Ja? Hab ich mich gut angehört? Ja. Old School, aber erste Sahne, Bicho. Das wird Talia gefallen. Paolo wird durchdrehen. Hast du es Clara schon erzählt? Nein, weil ich gerade mit dir rede. Genieß den Moment, Bicho. Ich habe die Macht. Scheiß auf Maria. Ich werde Castillo, unser Radio Libertad, in die Fresse donnern. Unsere Musik. Libertad's Message. Die Meinungsfreiheit siegt. Scheiße, ja, Bicho! Ha! Viva Libertad! Okay. Dann treffen wir uns mal mit der netten Dame. Die hat doch bestimmt noch eine schöne Mission für uns. Die wir allerdings wahrscheinlich nicht in dieser Folge angehen werden, aber das ist okay. Das ich ist weiß, dass Paolo okay. viel mit dem Lager zu tun hat, aber wir brauchen echt mehr Hilfe. Oh, Katze. Nur eine perfekte Show, Paolo! Wichtig ist das Demo. Javier's Cousin bei Free Speech besorgt uns einen US-Vertrag. Ein amerikanischer Plattenvertrag. Wenn das nicht unsere perfekte Rettung ist. Was ist denn los? Wir haben den ersten Auftritt, seit wir aus Esperanza weg sind. Und Paolo stellt sich quer. Wieso? Marquesa wird uns umbringen. Aber ich habe das Logo überall hingemalt. Nein, das habe ich getan. Und ein scheiß Zebra geklaut. Und für diesen Priester gemordet. Ganz klar, ihr tretet auf. Priester? Einen Song. Dann sind wir raus. Oh, mi amor, ich würde so gern ficken, aber wir haben noch was vor. Pack dein scheiß Baby! Dani, ich find's super, dass du so frei die Wahrheit sagst. Was ist, Bicho? Wir müssen Marquesas Propagandaquartier von Soldaten säubern, wenn wir da aufbauen wollen. Und mit wir meine ich dich. Beziehungsweise auch ein bisschen mich. Uns beide. Verstehe. Verbreiten wir die Wahrheit. Okay, wir versuchen also ein paar Rappern zu helfen, die nach außen hin total hart sind, aber sich bei jeder Mission einscheißen. Um das, ja, hier mal eben... klarzustellen. Flugverbotszone. Clara, heute ist mein Glückstag. Ich habe gerade Marias Fernsehstudio gefunden. Gut. Wir glauben, dass sie da einen unserer Leute gefangen halten. Befrei ihn und denk dran, dass dort ein Großteil von Castillos Propaganda produziert wird. Also richte ruhig ein bisschen Schaden an. Verstehe.
Verstanden. Danke. Lara. Ja, das machen wir, aber bevor wir das machen, nehmen wir nochmal hier den Standort ein. Du bist eine Flak? Schnapp zu, Bum Bum! Du verstörst mich auch so ein bisschen, ne? Was, Bum Bum ist am Boden? Findet die Zielperson. Kann doch nicht sein. Okay, noch sehen sie mich nicht. Der Scharfschütze hier ist ein kleines Problem eventuell. Okay. Jetzt gibt's auch so mal Leute. Wer von euch hat meinen Hund umgebracht, Leute? Beziehungsweise wer von euch hat es versucht? Jetzt geht's wirklich aufs Maul. Dachte ich mir doch, dass da ein Alarm kommen muss. Das ist okay. Oh, mein Hund. Feindliche Verstärkung nähert sich auf der Straße. Mhm. Sonst noch auf der Straße ist, ist es okay. Jetzt schalten wir erstmal das Flak aus. Arsenal. Weil auf Flak habe ich hier echt keinen Bock. Das ist okay. Ich glaube, wir legen hier mal ein bisschen Sprengkraft drauf. Hm,
bisschen viel Sprengkraft. Einer lebt ja noch. Du entkommst nicht. So Leute, und das soll es jetzt gewesen sein für die heutige Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir dem Militärarm hier so ein bisschen den Arsch aufreißen. Das werden wir tun. Aber nicht mehr in dieser Folge. In dieser Folge haben wir schon ein paar Ärsche aufgerissen. Und so geht's in der nächsten Folge weiter. Also Leute, bis dahin. Ciao, ciao. Oh, hallo Freunde. Wenn ihr euch jetzt fragt, was zum Teufel ist das? Das ist die Endcard. Und ja, ich möchte euch sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Es würde uns sehr freuen, denn wir freuen uns über jede Unterstützung. Und ja, wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, ja, dann könnt ihr es doch einfach abonnieren. Also entweder unten oder hier oben. Auf den Kanal gehen, uns abonnieren und bitte auch die Glocke drücken, das würde uns sehr freuen. Dann werden wir nämlich sofort über jedes Video von uns direkt in Kenntnis gesetzt. So, und jetzt noch zum üblichen Stuff. Also, wenn ihr unser letztes Video sehen wollt, schaut hier. Wenn ihr ein zufälliges Video aus unserer Playlist sehen wollt, hier. Dann seht ihr irgendeins von diesen zufälligen Videos aus unserem großen Portfolio, das wir so haben. Ja, genau. Freunde, habt noch eine schöne Zeit und abonnieren, nicht vergessen. Ich lese jetzt so lange weiter.